dass Sie zur heutigen ersten Veranstaltung unseres Sprachkalenders ganz herzlich als Vorsitzende von Altmühlen. Der Sprachkulturkalender, jeden Monat eine Dosis Dialekt. Unter diesem Motto findet 2012 jeden Monat eine neue Veranstaltung in verschiedenen Gemeinden des Altmühltals statt. Den Auftakt machte Gungolding am 28. Januar mit einem Dialektworkshop. Genauer gesagt mit zwei Workshops. Und zwar wurde angeboten unter dem Stichwort Rhetorik, dass man entweder sich entscheidet, als bayerischer Sprecher mal in die Hochlautung hineinzugehen, die Standardaussprache und die kennenzulernen, und umgekehrt, die Standardsprechler oder Sprachler sind, sollen in den Dialekt eingeführt werden. Den Workshop Dialekt für Anfänger leitete Dr. Bernhard Stör, Sprachwissenschaftler und Verteidiger des Rhein-Dialekts, der in dieser Hinsicht keine Kompromisse duldet. Das ist ein Oberschmandel. Das ist genau das Gleiche. Das ist ja nur Kommerzschrott. Das ist genau der Missbrauch des Dialekts für irgendwelche Quoten oder Kommerzvehikel, für irgendwelche Absatzmärkte, und sonst ist das gar nichts mehr. Ich sage immer, die Sprache für Kitsch, Klamauk, Kino, Kabarett, Kunst und sonstigen Quatsch. Das fängt alles mit K. Kontrovers ging es auch bei der anschließenden Podiumsdiskussion zu. Der Rhetoriktrainer Wolfram Völzke beschreibt die unterschiedlichen Positionen so. Also viele sagen, es ist auf der einen Seite dann ja ein klein wenig provinziell, hinterwäldlerisch. Das ist die kleine Scholle, auf der ich bin, ein Mikrokosmos, und öffnet sich nicht so sehr. Und die Gralshüter haben immer die Angst, dass der Dialekt verloren geht und dass die Sprache dann so entschlackt wird, dass das Individuelle verloren geht und dann alle im gesamten deutschen Sprachraum gleich sprechen. Das ist immer so die Diskrepanz, die Bewahrer und die anderen, die das nicht so sehen. Nach einer kurzen Einführung durch Dr. Monika Ramel vom Lehrstuhl Deutschdidaktik an der Katholischen Universität Eichstätt, die das Projekt wissenschaftlich begleitet, wurden die Themen Dialekt und Karriere, Dialekt und Schule sowie Dialekt im Alltag diskutiert. Der Schauspieler Bernhard Ulrich, bekannt aus dem Bayerischen Rundfunk, konnte dabei besonders interessante Einblicke in die Medienwelt geben. Wenn man eine Schauspielschule besucht, wird man ja gezwungen, den Dialekt abzulegen. Und ich werde es nie vergessen, in meinem ersten Engagement im Hof am Stadttheater habe ich einen Regisseur gehabt aus Ost-Berlin. Und er hat mich in Amphitryon von Heinrich von Kleist besetzt als Merkur, als Gott, der auf die Erde kommt. Und es war Generalprobe. Das ganze Gremium, Intendant, Chefs, alle saßen da. Und ich habe mich so bemüht, Hochdeutsch zu sprechen und so bemüht, die Kleistsche Sprache rüberzubringen. Und auf einmal höre ich einen Brüller in diesem dunklen Saal, und der kommt auf die Bühne gerannt und schreit: Ulrich, jetzt lassen Sie endlich mal Ihren Hans Moser-Charme zu Hause! Es war natürlich so, dass ich in der Sprachmelodie, bin ich immer irgendwo im Dialekt verwurzelt, werde ich immer ein Bayer, ein Münchner sein und bleiben. Aber natürlich hat man, habe ich mir das natürlich dann auch abtrainiert. Und dann vor 5 Jahren, als die Serie Der Home ist der Home anfing, war es dann wieder andersrum. Da hatten wir dann, Herr Stör kann das bestätigen am Anfang, arge Probleme, einen starken ursprünglichen Dialekt zu sprechen, weil wir natürlich auch total vermischt worden sind. Dann hat einer, der in München geboren war, hat einen Familienvater gespielt von 2 Jungs, die aus Niederbayern kommen. Das geht natürlich erstmal so nicht zusammen, aber ansonsten hätten wir den Cast oder die Besetzung gar nicht hingekriegt. Und da habe ich dann wieder angefangen, an meinen Opa zu denken, an meine Oma, an die Verwandtschaft, und hat dann sich wieder Sprüche ins Gedächtnis gerufen, die man in der Serie einsetzen konnte. Richard Feigl, Rektor der Ignaz-Günther-Schule in Altmannstein, sprach über den Konflikt der Lehrer bei der Beurteilung und Benotung von Dialektsprechern. Das Hochdeutsche ist eine Sprache, in der ich mich extrem komplex ausdrücken kann. Nicht umsonst im 19. Jahrhundert war das Hochdeutsche die Sprache der Philosophie. In keiner europäischen Sprache kann ich Differenzierungen so exakt ausformulieren. Und wie gesagt, wir fordern und benoten Zweisprachigkeit. Wenn ein Schüler absolut nicht fähig ist, ein paar Sätze in Hochdeutsch zu sprechen, fließt das natürlich in die Deutschnote ein. Wie ist es denn, wenn Sie Einstellungsgespräche führen? Ja?
nehmen wir mal an, Sie haben ein Personaleinstellungsgespräch und da kommt einer und redet jetzt mal richtig Dialekt. Was machen Sie mit dem? Ist einmal erstens sympathisch. Aber das ist jetzt wirklich eine völlig subjektive Meinung von mir. Wenn einer spricht, wie er es gelernt hat, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, dann ist er mir einfach sympathisch, weil er dann auch mit einer gewissen Ehrlichkeit, Authentizität mir gegenüber sitzt und nicht ein Pseudo-Hochdeutsch oder wie immer spricht. Aber es gibt wenige, die dann wirklich das tiefste Bayerisch, wie Sie es beschrieben haben, aus Ihrer Heimat vom hinterm Wald reden. Die reden dann halt auch, wenn sie zum Vorstellen kommen, ein Bayerisch oder Schwäbisch oder Sächsisch oder Hamburgerisch, wo immer die herkommen, die Bewerber, dass man es doch einigermaßen versteht. Einig war sich das Podium, dass das Bayerische im Vergleich zum Hochdeutschen oft als provinziell wahrgenommen wird. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Es ist aber oft so, was Sie gesagt haben, dass wenn einer Dialekt spricht, er mal ein bisschen für blöd vom Dorf oder für sonst wo gehalten wird. Das kann Ihnen in vielen Firmen, ich war bei der Firma Audi, in Volkswagen, man kennt viele andere Kollegen von Firmen an Behörden, Einrichtungen, das ist weit verbreitet. Und letzter Gedanke dazu, es gibt viele Kollegen in der Firma oder in Verbänden, wenn man sich trifft, die Hochdeutsch reden und der Schmarrn klingt in Hochdeutsch halt oft besser. Strittig war hingegen, wie der bayerische Dialekt zu bewahren sei. Eine eher pessimistische Position nahm dabei der Sprachwissenschaftler Dr. Bernhard Stöhr ein. Er plädierte nachdrücklich für eine Art überregionalen Standarddialekt, ohne den das Bayerische gar keine Chance mehr habe, in der nächsten Generation noch gesprochen zu werden. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie ein Standard-Bayerisch haben wollen? Das ist ja genau das, was wir doch eigentlich ja überhaupt nicht wollen. Zum Beispiel, darf ich das kurz sagen, bei uns heißt ein Maximilian in der Kurzform in Ingolstadt, wie ein gebürtiger Schanzer, nicht Max, der heißt bei uns Max, und zwar schon wahrscheinlich schon seit 400 Jahren, seit die Mittelsbauer bei uns da war. Und bei uns wird er nicht Essen, sondern bei uns wird Essen. Und zwar bayerisch. Also ich habe wahrscheinlich falsch verstanden, was Sie als standardisiertes Bayerisch wollen. Das ist ja genau das, was in Mingerland jetzt passiert, wenn überhaupt noch Dialekt gesprochen wird. Ich wollte eigentlich gar nichts. Ich habe nur so gesagt. Nein, das setzt mich falsch. Ich bin ja sogar Sprachschützer oder Sprachpfleger, sonst was. Ich stelle nur die wissenschaftlichen Befunde raus, die ich in und um München gemacht habe und teilweise in Ort. Und das Problem ist, dass einfach diese Ortsdialekte, so wie Frau Böhm gesagt hat, in kleinen Gemeinden einfach sie von Haus aus überregionalisieren und einfach zu Regelrechten werden, weil sonst haben die nie eine Chance, dass sie überleben. Aber wenn es Meinung gibt, dass das stabil bleibt. Aber wenn Sie gerade im Münchner Umland, wenn man da Beobachtungen macht mit jüngeren Generationen, Dachau, Altomünster, Ebersberg, Erding, da sind die ganzen Ortsdialekte zugunsten von der mündlichen aufgegeben worden, und zwar in der mittleren und mittlerweile der älteren Generation. Und es ist so, dass das, was in München geredet wird, von den umliegenden Gemeinden und von den kleinen Kreisstädten übernommen worden ist. Das heißt Münchner Dialekt und der hält sich noch eine Zeit lang. Wobei die alten Ortsdialekte, zum Beispiel im ganzen Landkreis Dachau, so plötzlich verschwunden sind. Die reden halt alle mündlerisch, bis auf ein paar Restelemente von Dachau direkt. Und deswegen hätte ich die Möglichkeit sehen, dass, wenn schon die Ortsdialekte verschwinden, dass die im Freistaat Bayern überregionale Dialekte ausbilden, die man dann irgendwie aufwertet durch Verschriftung. Und das mündlerische und das Ingolstädter Dialekt sind relativ unwesentlich voneinander verschieden. Ja, ich glaube, dass ich keine 10 Unterschiede zusammenbringen zwischen mündlerisch und ingolstädtisch. Wobei in Ingolstadt selber aber junge Leute die Beobachtung gemacht haben, dass die auch schon eben nicht mehr Dialekte mit von der Schule gehen, sondern untereinander eben, sagen wir mal, Preiseln oder irgend sowas ähnliches. Und das ist genau diese Sogwirkung der Städte, die ja die kleineren Städte mittlerweile haben, weil Ingolstadt ist ja mittlerweile schon Großstadt und das hat eine erhebliche Strahlung ins Umland bereits. Und ich sehe die Chance darin, dass man eben sowas wie ingolstädtisch-mündlerisch bewahrt, dass man überhaupt eine Chance hat gegen diesen Ansturm von dem Nordsprech, das überall gebreitet macht. Das ist, wenn ich sage, die einzige Möglichkeit, dass man die direkt überhaupt hätte. Verordnen will ich da gar nichts.
Für mich ist das die letzte Zuflucht, der Dialektsprecher, dass man überhaupt sowas kapiert. Nach 2 Stunden und reger Diskussion ging die Podiumsdiskussion ihrem Ende entgegen. Ein gelungener Auftakt für den Sprachkulturkalender, der Lust auf mehr macht. Im Februar geht es weiter in Breitenbrunn mit einem Dialekt-Poetry-Slam. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Hier ist es so, dass wir uns nicht mehr so gut machen.